Ich glaube, dieses selbstständigen Gen hat man schon immer gehabt. Also man wollte was selber eigentlich schaffen. Und ich glaube, am meisten Spaß macht mir einfach dieser Abwechslungsreichtum. Ja. Ja, wir machen ganz was Komisches im Startup-Bereich. Wir haben Umsätze generiert. Ja. Wir waren nie auf Investorensuche, weil wir doch immer mit der Bootstrapping-Strategie gut finanziert waren. Das ist schon ganz wichtig, wenn man auch von der Konkurrenz so viel lernen kann. Was ist der Status quo? Wer ist der Beste in dem Markt und warum ist er der Beste? Das, was wir aber zurzeit in den Medien einfach sehen und kriegen, da reden wir von starker KI und das wird lange nicht möglich sein. Und wir streiten uns heute noch darum, wird es überhaupt möglich sein. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 32 des Champions Club Podcasts, dem Success Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland und in weiterer Folge vielleicht ganz Europa. Heute sind wir bei Left Shift One im Büro. Sau geiles Büro erstmal. Also die Location mit euren Firmenwerte da im Hintergrund finde ich echt ziemlich lässig. Patrick Rathheiser, CEO und Mitgründer von Left Shift One, 2017 gegründet, mittlerweile Team von über 30 Leuten und bauen ein Betriebssystem für künstliche Intelligenz. Haben Kunden wie Energie Steiermark, wie McDonald's, wie AVL. Geht voran. Erstmal danke, dass wir da bei dir sein dürfen. Und vielleicht gibst du mir ein bisschen Kontext, wer du bist, wer ihr seid und was ihr eigentlich, was können sich die Leute unter dem Betriebssystem für künstliche Intelligenz vorstellen? Genau. Also hallo mal von meiner Seite auch. Patrick Rathheiser, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Left Shift One. Wie du schon gesagt hast, 2017 sind wir gestartet, mittlerweile 30 Leute. Und ja, das Unternehmen beschäftigt sich grundsätzlich mit künstlicher Intelligenz und was wir entwickelt haben, ist ein Betriebssystem. Wir nennen es selber AIOS, also Artificial Intelligence Operating System. Ziel des Betriebssystems ist es, dass wir Businessprozesse mit künstlicher Intelligenz optimieren, um Zeit- und Kostenersparnisse zu schaffen. Wir haben in dem Betriebssystem unsere Skills, also das sind unsere Machine Learning Modelle, das sind jetzt unsere eigenen und natürlich haben wir den Marketplace also jetzt aufgemacht, auch für Drittanbieter, also das heißt zertifizierte Partner, die ihre Machine Learning Modelle auch einbringen können, um eben dort Prozesse auch zu optimieren. Das Ziel ist einfach jetzt keine Insellösung anzubieten in den Unternehmen, also wir gehen vielleicht wichtig, Datenhoheit bleibt beim Kunden, wir gehen in die interne Infrastruktur des Kunden, das heißt datensicher. Das heißt, der Datenschutz ist uns sehr, sehr wichtig in der ganzen Geschichte. Und ja, uns geht es nicht darum, jetzt eine Insellösung anzubieten, sage ich, für einzelne Probleme, sondern wie gesagt, ein Betriebssystem mit, sage ich, unterschiedlichsten Lösungsmöglichkeiten, Machine Learning Modellen. Und das Ganze muss natürlich betrieben werden und es muss in Produktion gesetzt werden. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist und was wir in Unternehmen, in größeren Corporates einfach tun. Sehr cool. Wir haben schon gesprochen, es gibt, ihr habt ja selbst auch einen Podcast, wo ihr versucht, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil es doch sehr viele Missverständnisse mit künstlicher Intelligenz, mit AI gibt. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Was sind so typische Missverständnisse, die da auftauchen und wo ihr aufklären wollt? Also im Prinzip ist es so, dass man, so künstliche Intelligenz oder AI ist ja nichts Neues. Also der Begriff kommt von, ist 1956 geprägt worden, also eigentlich gibt es das schon über 60 Jahre, ist jetzt nichts Neues. Und wir befinden uns natürlich immer in dem Zwiespalt, was ist wirkliche künstliche Intelligenz, was ist eben starke KI, was ist schwache KI. Und wenn man das wirklich sich das anschaut, was im Moment möglich ist, wir sind in einer schwachen KI. Das heißt, wir haben KI basiert auf Statistiken, Mathematik, Heuristiken. Das heißt, Lösen von Optimierungsproblemen, repetitierbare Aufgaben. Das ist das, wo KI stark ist, wo KI helfen kann. Mhm. Das, was wir aber zurzeit in den Medien einfach sehen und kriegen, da reden wir von starker KI und das wird lange nicht möglich sein und wir streiten uns heute noch darum, wird es überhaupt möglich sein. Ja. Und da muss man einfach Aufklärungsarbeit machen, weil viele Menschen aber noch nicht wissen, okay, wie kann ich das Thema einordnen, was kann ich überhaupt damit machen, was bringt mir KI überhaupt? Was sind praktische Anwendungsfälle und wo kann ich meine Prozesse optimieren? Sehr cool. Wenn du jetzt ein bisschen voraus oder weiterdenken willst, was ist eigentlich eine Vision mit Left Shift One? Also wo soll es hingehen?
So wie wir das eigentlich recht schön haben, also wir haben, glaube ich, eine sehr schöne Version, die LeftShift One selber betrifft. Also LeftShift One steht für symbiotische künstliche Intelligenz, also das positive Zusammenwirken von Mensch und Maschine. Mhm. Also wir glauben nicht, dass es Mensch oder Maschine ist, sondern es muss uns sein. Also dieses gegenseitige Lernen voneinander. Mhm. Und unsere Version ist einfach, ein Betriebssystem in Europa zur Verfügung zu stellen, dass die Freiheit respektiert, das heißt, dass die Daten im Haus bleiben, dass man wirklich durch Datenhoheit im Haus Wettbewerbsvorteile für sein eigenes Unternehmen schaffen kann. Also nicht die KI von der Stange, sondern wirklich angepasst auf das Unternehmen. Mhm. Und wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Also jetzt sind wir 2017. Was war eigentlich eine Motivation dahinter, eine Firma in dem Bereich aufzubauen? Also ich glaube, ganz wichtig ist, also der Gründer sind ja der Christian Weber und ich, und ich glaube, dieses selbstständigen Gen hat man schon immer gehabt. Also man wollte was selber eigentlich schaffen, man wollte irgendwo was tun, frei sein, selbst entscheiden können. Mhm. Und da haben wir uns im Prinzip zusammengetan, und die Idee war jetzt noch nicht so konkret, aber was wir gewusst haben, wir kommen aus der Welt der Softwareentwicklung, wir kommen aus der Welt der Enterprise-Lösungen. Mhm. Also auch der Christian beide vorher gearbeitet. Das heißt, wir haben für sehr große Kunden, also australische Telekom, irische Telekom, der Menschendata Südafrika, Enterprise-Lösungen gebaut, vor allem der Christian auch im Bankensektor in der Schweiz. Mhm. Und wir wussten, so eine Enterprise-Lösung, um Prozesse zu optimieren, da ist es einfach notwendig, KI auch einzusetzen. Mhm. Und das zu verbinden. Es gibt natürlich jede Menge Prozessoptimierungs- und Process Engine, die automatisieren. Aber der Aspekt KI fehlt da einfach noch. Und dem haben wir uns angenommen und gesagt, ja, eigentlich, was glaube ich recht schön ist, wir wissen, dass 87% aller AI-Projekte scheitern. Die schaffen es nicht in die Produktion, weil da gibt es irgendein nettes Machine Learning-Modell, irgendwo in der Firma arbeitet ein Techniker dran und irgendwie verschwindet das dann irgendwann oder kommt nie wirklich in die Produktion. Und genau dieser Punkt, dass man die Data Scientist und die Softwareentwickler zusammenbringt, aus dem Grund gibt es unser Betriebssystem, dass man es dann in das Unternehmen kriegt und sehr, sehr schnell mit KI umgehen kann. Also wir enablen unsere Kunden, dass sie selbstständig dann KI-Lösungen im Unternehmen weiterbauen. Verstehe. Und auch andere, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, andere KI-Lösungen einfacher in ihr Unternehmen integrierbar machen. Genau, also unser Ziel ist jetzt nicht eben Einzellösungen zu machen, sondern wirklich auch andere Lösungen zu integrieren. Also wir haben ein recht einfaches Konzept, dass man auch Machine Learning-Modellen, die bereits bestehen im Unternehmen, in unsere Software übernimmt und dann mit den Business-Prozessen verheiratet. Sehr cool. Und wie ist dann eigentlich ein Business-Modell heraus? Gehen wir da ein bisschen drauf ein, wie verdient sie im Endeffekt genau. Geld? So grundsätzlich ist es, was man wissen muss, schaut die Geschichte so aus, also AI braucht immer ein bisschen Service. Also das heißt, wir haben ein Produkt, das natürlich ganz normal lizenziert ist, das heißt, wir haben eine jährliche Fee. Je nachdem, wie die Auslastung ist, also wir starten mit einem, geringeren Preis und es geht dann dementsprechend nach der Nutzung nach oben. Mhm. Und das ist im Prinzip einmal unser Lizenzeinnahmen, wenn man so möchte. Ja. Dann gibt es natürlich die ganzen Skills, und das ist das, wo wir diesen Marketplace aufgemacht haben, dass diese Skills, da gibt es ganz, ganz tolle Machine Learning Modelle am Markt auch draußen, die wir von zertifizierten Partnern reinholen, und auch die kommen in einer jährlichen Fee, und da haben wir die Möglichkeit, unsere Drittanbieter hier auch mitzuverdienen. Mhm. Und was machen wir mit dem Betriebssystem? Also in dem Moment, der Vorteil ist ja, dass wir 5 bis 10 Mal schneller einfach Produkte oder Services im Unternehmen umsetzen können und sehr, sehr schnell hier einfach Kosteneinsparungen vornehmen können. Mhm. Das heißt eigentlich, 4 bis 6 Wochen dauern die ersten Use Cases bzw. die ersten Prototypen oder POCs, Piloten, bis wir die ersten Savings eigentlich im Unternehmen generieren können. Und innerhalb eines Jahres rechnet sich das System schon. Das heißt eigentlich, das nicht einzusetzen, wenn die Unternehmen das tun, verlieren sie eigentlich jeden Tag Geld. Ja. Sehr cool. Und an sich ist es so, dass wir den gleichen Investor haben wie die Quencher. Finanzierungsrunde ist ja für jedes Startup ein Riesenthema. Was war bei euch der Faktor, dass Equenture euch als Investor angesprochen hat? Also ich glaube mal vielleicht ganz am Anfang, wir waren in einer sehr starken Bootstrapping-Strategie unterwegs. Das heißt, wie gesagt, aus meiner ersten Selbstständigkeit, die leider nicht gut funktioniert hat und ich aus dem Grund auch angefangen habe, BWL zu studieren, wusste ich, dass es einfach sehr wichtig ist, immer auf die Liquidität zu schauen, immer zu schauen, geht es mit dem Unternehmen gut und ist es gesund. Das heißt, wir haben auch da versucht,
ja, Stück für Stück das Unternehmen langsam einfach aufzubauen. Mhm. Und, hat das schon vor 2017 begonnen, wo ihr dann wirklich gegründet habt, also dieser Aufbau? Oder? Also wir haben die ersten Greenfield-Tests einmal gemacht, ob wir sowas hinbekommen, mhm. ja, also ob es möglich ist, ja. beziehungsweise wir haben uns sehr, sehr lange damit beschäftigt, braucht die Welt ein Betriebssystem? Ist es überhaupt möglich, in den Markt einzudringen? Ja. Wir konkurrieren da schon mit sehr, sehr großen Unternehmen. Ja. Wir haben natürlich unseren großen Aspekt, dass wir sagen, wir gehen in die interne Infrastruktur, ja. also On-Premise wird wieder ja. sexy, im Gegenzug zu Cloud-Lösungen. Nur dennoch ist, wenn man es wirklich betriebswirtschaftlich sieht, eigentlich konzentriert man sich auf die Nische und versucht dort ja, erfolgreich zu sein. Was mhm. wir machen, wir gehen nicht in die Verticals, sondern wir gehen in die Breite und sagen, wir haben Lösungen, die entlang der Wertschöpfungskette ja, im Prinzip eingesetzt werden können. Mhm. Und das zu tun, allein diese Geschichte, ja, ist nicht auf Gegenliebe gestoßen bei den gesamten Investoren. Das tut man normalerweise nicht. Also sie haben ja. uns für verrückt gehalten. Ja. Jetzt ist das Betriebssystem aber da, einsatzfähig und läuft. Und das ist, glaube ich, die Geschichte, warum einmal generell Leftshift von wahrscheinlich anders ist mhm. Im KI-Bereich wie andere Unternehmen. Und das andere, was wir auch nicht gemacht haben, ist, wir sind nicht auf die Pitching-Events gelaufen. Also wir, haben mhm. jetzt, wir waren nie auf Investorensuche, mhm. weil wir doch immer mit der Bootstrapping-Strategie gut finanziert waren. Mhm. Habt ihr erste Kunden? Ja, wir machen ganz was Komisches im Startup-Bereich. Wir haben Umsätze generiert. Ja. und im Prinzip war es dann so, wir haben einfach wirklich hart gearbeitet. Die Medien sind natürlich dann auf uns mhm. aufmerksam geworden und eigentlich hat die EcoVenture uns gefunden. Ja. Ah ja, wirklich? Okay. Also war echt der umgekehrte Weg, ja. Weil bevor wir auf die ganzen Events herumlaufen, waren wir lieber bei unseren Kunden und haben ja. die serviciert. Und dann natürlich ein. Und warum habt ihr euch dann trotzdem dazu entschieden, dass ein Investment aufnimmt, wenn ihr euch relativ selbst finanzieren habt können? Und zwar, ich glaube, man muss. Das gibt es zwei Gesichtspunkte, glaube ich, die man das sehen muss. Und zwar, wir haben sehr lang eigentlich damit gerungen, soll man ein Investment machen oder nicht, weil das bringt natürlich auch, ja, die ganze Unternehmensstrategie ändert sich ganz mhm. einfach dadurch. Und ich glaube, der eine Grund war EcoVenture an sich selber als Investor, also mit dem Herbert Gartner. Da sitzen im Prinzip Investoren mit im Boot, die alle ein Unternehmen gegründet mhm. haben, die es erfolgreich teilweise verkauft haben. Das heißt, wir kriegen da wirklich Smart Money. Mhm. Also wir kriegen richtig gute Unterstützung, Leute, die denselben Schmerz erfahren haben wie wir jetzt und die uns wirklich toll unterstützen können. Das war echt ja. das Wichtigste. Und vor allem auch der Franz Fuchsberger, der uns unterstützt, und der Hermann Hauser. Ja, ich kann nur sagen, Franz ist ja bei uns Lead-Investoren, gerade im Sales-Bereich. Also wenn man Enterprise-Sales macht, wahnsinnig wertvoll, ihn an der Seite zu haben. Sehr cool. Sprechen wir über das, was nicht so gut gelaufen ist. Du hast schon einen Punkt angesprochen, du warst vorher schon mal selbstständig. Mhm. Was waren so die Misserfolge, die ihr bisher gehabt habt? Also auf der einen Seite bei Left Shift One selbst, weil da läuft ja auch nicht immer alles perfekt. Und auf der anderen Seite auch generell Misserfolge, die du bisher gehabt hast und die ja, vielleicht auch welche Learnings du daraus ja. ziehen hast können, die dir jetzt helfen. Also ich glaube jetzt von der ersten Geschichte, was glaube ich zentral und wichtig war. Vielleicht dazu erst ein bisschen was du gemacht hast, genau, ein bisschen also Kontext geben. Ja. Ein bisschen einen Kontext dazu. Im Prinzip eine HR-Plattform für Studenten, für Ferienjobs, für Sommerjobs und so weiter. Wie alt warst du? Also was war? 22. Ja. Okay, also ziemlich Studium. Ziemlich jung und ich glaube gerade da fängt es eigentlich an. Also wenig Berufserfahrungen, ja. keine Erfahrung im Bereich HR, betriebswirtschaftliches Know-how fehlt da einfach. Man hat halt von der HTL programmieren können. Ja. Ja. Und hast du dann Software studiert? Oder? Ich habe Informatik studiert ja. und Betriebswirtschaft. Also okay, ich kenne beide Welten recht mhm. gut, also ich sehe mich immer als Dolmetscher auch. und da sieht man ganz einfach, es war branchenfremd, wenig Berufserfahrung, das akademische Wissen hat gefehlt. Das sind viele Dinge, man hat das Geschäftsmodell nicht gechallenged. Also das sind alles die Dinge, die dazu geführt haben, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Deshalb haben wir uns aber mit dem Christian bei der zweiten Geschichte jetzt bei Left Shift von so viel Zeit gelassen und die Idee zu challengen, das Businessmodell eben nachzuschärfen. Ist es das? Braucht es der Markt? Und natürlich, ich glaube, wir haben ein großartiges Team. Also es ist ja nicht nur der Christian mhm. und ich, sondern wir haben unsere drei Kollegen, den Michael, den Benjamin und den Stefan, so zwei tolle Softwarearchitekten und eben einen Innovationsmanager. Das heißt, wir decken sowohl die Betriebswirtschaft, auch die Technik ab. Und ich glaube, das war auch einer der größten Punkte, warum die EcoVenture dann doch auch investiert mhm. hat bei uns. Einfach ins Team, weil wir einfach mhm. alle Kompetenzen mitbringen.
Ja. Vielleicht bleiben wir bei dem, weil das ist, glaube ich, wahnsinnig wertvoll für alle, die sehr frühphasig im Aufbau des Unternehmens sind oder die vielleicht nur mehr einfach die Idee haben und halt drüber nachdenken, was zu machen. Bleiben wir bei dem in der Zeit der ersten Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was im Nachhinein, wie du die damals gefühlt hast, warum sie damals das Businessmodell nicht gechallenged hat, seid sie nicht draufgekommen, dass das eigentlich sinnvoll wäre und auf was würdest du im Nachhinein betrachtet mehr achten? Mehr achten, ich glaube einfach, das ist das, was man in der BWL dann nachher lernt, das ist zwar, glaube ich, nicht unbedingt spannend, eher langweilig, aber es ist der Businessplan, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich niederzuschreiben auf 50, 60 Seiten und da wirklich Zeit zu investieren, wenn man sich dann selbst mit dem Markt beschäftigt, wenn man sich selbst beschäftigt, wie ist das Ganze finanziert, kann ich damit überhaupt Revenue generieren, in welchen Märkten tritt die ein, gibt es vor allem die Konkurrenzanalyse, wer ist schon da, trauen wir uns das überhaupt, ja? Das sind alles so Dinge, die, wo man oft dann sagt, man hat eine Idee und man startet jetzt einmal einfach, also diese agilen Businesspläne, ich halte sehr wenig davon. Mhm. Wahnsinnig spannend, würde ich gerne tiefer darüber eingehen, weil genau das, also diese Lean Canvas Modelle und so weiter und so fort, das Ganze auf einem Zettel Papier niederzuschreiben, ist wahnsinnig populär und wahnsinnig, die Meinung ist, glaube ich, sehr stark in dem Bereich, vergiss die 50 Seiten Businesspläne. Deswegen würde mich extrem interessieren, warum du sagst, das ist wahnsinnig wertvoll, wenn man das macht. Also, es fängt gerade an bei der Konkurrenzanalyse. Die Konkurrenzanalyse, das ist ja nicht nur etwas, das macht man jetzt einmal, sondern das ist ja eigentlich ein lebendes Dokument. Und wenn man ganz tief da einsteigt, dann hat man das nicht in ein, zwei Stunden niedergeschrieben, sondern es ist sehr, sehr viel Recherchearbeit. Natürlich, das lernt man auch auf der Uni zu recherchieren. Und man taucht da sehr tief ein. Wie bieten Sie das an? Welche Dienstleistungen haben Sie? Welche Service? Also allein mich tief damit zu beschäftigen, als wir in einem Canvas in, sage ich, 5 Bullet Points runterschreiben, das ist schon ganz wichtig, weil man auch von der Konkurrenz so viel lernen kann. Was ist der Status quo? Wer ist der Beste in dem Markt und warum ist er der Beste? Mhm. Und das muss man sich genauer anschauen. Hat man überhaupt noch einen Platz da drinnen? Mhm. Gibt es überhaupt in dem Bereich eine Nische, wo man reinstoßen kann oder irgendwas, wo man einen so signifikant größeren Value für einen Kunden schaffen kann, dass der Kunde sich nicht für ein Konkurrenzprodukt, das etabliert ist, entscheidet, sondern für das für den Underdog, Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Es geht einfach darum, sich wirklich auseinanderzusetzen und ehrlich zu sich selber zu sein. Mhm. Ich habe viele Businesspläne auch bekommen zu lesen und mir das anzuschauen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu challengen. Natürlich ist die Euphorie am Anfang gerade für Junge sehr, sehr hoch und das haben wir noch nie gesehen und das braucht die Welt unbedingt. Aber ich glaube, es ist so zentral, auch dann zugeben zu können, naja, das ist es vielleicht doch nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr schwer. Natürlich, wenn man möchte was machen, man möchte diese Freiheit genießen, dieses Selbstständigengehen habe ich nicht nur ich, das haben ja andere Leute auch. Und ich glaube, das ist das Zentrale, Gott sei Dank, dass man in sich geht und schaut, ist das etwas, was funktionieren kann? Mhm. Und da muss man sehr tief reinschauen. Okay, das heißt, den Businessplan, das Schreiben, das zentralen Punkt siehst du einfach damit, sie sehr, sehr intensiv mit dem Unternehmen, mit der Konkurrenz, mit dem eigenen Angebot positioniert zur Konkurrenz damit zu befassen und wirklich. So zusammenfassend, Businessplan schreibe ich nicht für die Bank, damit ich einen Kredit kriege oder für den Investor, den Businessplan fürs schreibe eigene Verständnis. Genau, fürs eigene Verständnis, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Sie haben sicherlich 6-7 Monate damit verbracht, einmal nur zu challengen, ob das sinnvoll ist, was wir da tun. Habt ihr in irgendeiner, wie balancierst du das oder wie habt ihr das balanciert? Weil ab irgendeinem Punkt brauchst du ja Marktfeedback. Also man kann sicher viel im Internet recherchieren und so weiter und so fort, aber ab irgendeinem Punkt muss da mal mit Kunden oder potenziellen Kunden sprechen und da einmal Feedback sammeln. Also, wie ich glaube, wir haben dadurch, wir da in diesem Hightech-Bereich drinnen sind und einfach also 20% unseres Umsatzes kommt aus Forschungsgeldern, weil wir natürlich die Plattform ständig weiterentwickeln. Mhm. Und wir haben gewusst, wenn man eine Enterprise-Lösung baut, braucht man nicht die richtigen Leute. Es ist auch ein Forschungsthema, ob man das überhaupt hinkriegt. Es ist natürlich auch ein Thema des Geldes, weil eine Enterprise-Lösung baut sich nicht, sage ich, von 3 Studenten, sondern da braucht man ein paar Leute mehr, um sowas überhaupt erstellen zu können. Und da ist natürlich dann sehr wohl, wir kommen alle aus der agilen Welt. Also das Unternehmen ist wirklich im Gesamten agil.
Und da haben wir natürlich dann sehr, sehr schnell nach den ersten Greenfields-Tests, nach den ersten Features, die wir entwickelt haben, sehr schnell mit Kunden gesprochen. Mhm. Also in dem Moment, wo wir gestartet sind. Aber vor allem sind, haben Sie das Businessmodell gemacht, also die Recherche, das alles Verständnis, zentral. Was man halt so machen genau. kann, sie einholen und dann. Und dann sehr wohl an den Markt. Kund passen und dann rein. Genau. Mhm. Und da ist aber wichtig, dann schnell zu fehlen. Also in dem Moment, also wir haben bei uns auch im Unternehmen, ich glaube, das sind zwei Punkte, auch jetzt wieder zum Misserfolg zu kommen. Der eine Punkt ist, es hat sich natürlich das Betriebssystem und auch gewisse Features und gewisse Dinge, auch das Pricing-Modell, natürlich immer wieder ein bisschen klar. angepasst. Mhm. Ja, das muss man dann tun, wenn man das Marktfeedback kriegt. Ja. Klar. Und das ist das eine. Das hat sich in dem, wie ihr das recherchiert habt und das, was nachher passiert ist, also das stark voneinander unterschieden? War das relativ ähnlich oder wie war der Also stark unterschieden wäre jetzt zu viel, aber es sind Nuancen, die sich natürlich verändern. Also gerade zum Beispiel jetzt, dass sage ich, im Business Model, also Subscription Modell im SaaS-Bereich, funktioniert bei Corporates relativ schwierig. Also das sind so Dinge, das sind so Nuancen, die schwierig sind, wenn man ein Betriebssystem in die interne Infrastruktur anbringen will. Man braucht Planungssicherheit auch von den Kosten, obwohl es bei uns auch ein sehr starkes Lizenzmodell ist, das an sage ich, SaaS-Betrieb angelehnt ist. Mhm. Ja, also grundsätzlich auch von der ganzen Marktausrichtung und so weiter. Also oder die Nische, die ihr damals erkannt habt, ist die bestätigt worden? Habt ihr es ein bisschen adaptieren müssen? Wir haben es sicherlich ein bisschen nachgeschärft, weil man muss, also das ist ganz schwer überhaupt das zu verstehen, weil es gibt natürlich Data Science Plattformen, wo eigentliche Machine Learning Modelle entstehen. Mhm. Und es gibt natürlich unsere Plattform in dem Fall, wo es wirklich um den Betrieb und die Produktion geht. Also nicht das Wissenschaftliche, wie kann ein Modell trainiert werden, was kommt da raus und wie gut ist es, sondern wirklich bei uns geht es eben Business Process Modeling, es geht darum zu automatisieren, die KI-Modelle einzusetzen, die selber zu erweitern, Trainingspipelines, also den Betrieb von KI sicherzustellen im Unternehmen. Mhm. Und das ist einmal ein Unterschied, wo man sagt, okay, die Positionierung, die richtig zu finden. Genauso, was wir natürlich am Anfang nie gehabt haben, ist unser Marketplace. Der ist jetzt neu, weil wir gewusst haben, wir müssen in Europa den Marketplace auch aufmachen. Es gibt so viele tolle Unternehmen und wenn wir gegen, sage ich, USA, China und so weiter bestehen wollen, glaube ich, müssen wir Partnerschaften gründen und einfach diese tollen Machine Learning Modelle, die vielleicht irgendwo unentdeckt bleiben, in wissenschaftlichen, sage ich, Instituten bleiben, die müssen wir dem Markt verfügbar machen. Und das ist, glaube ich, zentral in einer Partnerschaft, um die Unternehmen in Europa zu stärken beziehungsweise hier einfach Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen zu generieren. Sehr cool. Was gefällt dir an deiner Arbeit am meisten? Ich glaube, dass ich so abwechslungsreich ist. Das ist für mich, also mir wird lang, bei mir müssen es wirklich interessante Aufgaben sein. Ich möchte gerne selber entscheiden können, Dinge verändern können. Und ich glaube, am meisten Spaß macht mir einfach dieser Abwechslungsreichtum. Ja. Also im Moment bin ich noch relativ viel im Operativen drinnen. Also ich habe jetzt dann auch ins Juristische reingeschaut. Also heißt, klar, es geht da um Verträge, es geht dann auch beim Investment bei EcoVenture, also was man nicht alles lernt im Vertragswesen. Habt ihr mit der Mama gearbeitet, oder? Ja, natürlich. Ja. also auch da, also man schnuppert in vielen Disziplinen einmal rein ins Operative, jetzt sehr stark im Moment auch im Marketing. Das ist einfach spannend, diese Abwechslung. Wie ist eigentlich die Rolle? Ist die Rolle mehr IT-lastig? Ist sie mehr Sales-Marketing-lastig? Oder wie ist die Rolle? Wir haben eine D-Struktur bei uns, das heißt, also alle Business-Entscheidungen treffe ich und alle technischen Entscheidungen trifft der Christian Weber. Mhm. Im Prinzip, das lässt sich recht gut aufteilen. Also auch wenn das Produkt jetzt, also unsere komplette Produktentwicklung, wo die Skills entstehen, das Betriebssystem und auch wo teilweise Projekte umgesetzt werden, alles was das betrifft, wie effizient sind sie, in welcher Qualität kommen sie, was kosten sie oder wie ist die Lizenzen, liegt in meinem Bereich, aber wie es umgesetzt wird, ja, dass wir wirklich die richtigen Modelle haben, dass man richtig trainiert, das entscheidet alles der Christian. Ja. Mhm. Und so mal, glaube ich, das heißt natürlich. Gute Rollenaufteilung. Rollenaufteilung, aber natürlich gibt es natürlich immer Unterschiede, was will die Technik und was will der Markt. Ja. Kann ja ein Lied davon singen, die Gespräche zwischen Markus und mir und Matthias. Ja. Aber es ist ja, glaube ich, genau das, wo dann keiner das kriegt, was er will, aber das Beste für unser Unternehmen rauskommt. Genau so ist es. Ja. Und wenn wir wieder zurückkommen zu dem, was da taugt, also Abwechslungsreichtum, für Themen reinschauen, das ist es, was die in der Früh motiviert und sagt, okay,
Motivieren tut mich auch natürlich, also ich bin ein sehr datengetriebener Mensch, schon immer gewesen. Also es ist also alles das, also wir sind generell unser Business Model, alles was wir tun ist sehr datengetrieben, also auch im Marketing, ob es im Sales ist. Also dazu schon auch weiterzukommen, auch zu schauen, okay, in der Kundenakquise, also mir macht generell Spaß, das Unternehmen mitzuentwickeln. Also diese Vision in Europa wirklich eine, sage ich, KI zu entwickeln oder ein Betriebssystem, das Freiheit respektiert, das ist mir ganz wichtig, und auch den Chris vor allem. Und dass wir dann Beitrag leisten können, ja, dass wir in Europa auch, wie gesagt, Unternehmen unterstützen können, um am globalen Markt einfach, dass sie besser agieren können. Ich glaube, also das ist diese Rolle des Underdogs, was uns wirklich teilweise recht Spaß macht. Ja. Sehr cool. Und wie schaut so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Weißt du, du hast Familie und ein Kind. Wie bringst du das alles unter den Hut? Also Arbeitsalltag oder wie bringen wir das unter den Hut? Ich glaube, das sind vielleicht zwei verschiedene Fragen. Aber Arbeitsalltag, also wie gesagt, ich starte, also wenn Kinderbetreuung ist, das ist jetzt ein bisschen schwieriger gewesen, ich starte eigentlich mit Frühstück mit dem Sohn, bringe ihn in den Kindergarten und fahre dann in die Firma. Was man braucht dazu, dass man es unter dem Hut kriegt, eine sehr verständnisvolle Frau, sehr tolerant. Also ohne sie würde das Ganze nicht gehen, wenn sie es nicht tolerieren würde und mich unterstützen würde. Also das braucht man auf jeden Fall. Sehr berufstätig? Sie ist auch berufstätig, okay. Und das natürlich an den Hut zu bringen, ist nicht einfach. Ja. Es ist auch so, wie gesagt, wir sind zwar in der Steiermark und Steiermark, ich glaube, wir werden da nie wieder weggehen, kommen aber beide aus Kärnten, das heißt, Familie ist auch in Kärnten. Ja. Jetzt tun wir es natürlich wirklich schwer, das immer wieder zu koordinieren. Also die Strukturiertheit, die ich im Arbeitsalltag jetzt habe, wo ich nachher noch darauf eingehe, muss man natürlich genauso zu Hause haben. Also es ist schon teilweise gut getaktet und natürlich muss man schauen, dass das Kind nicht zu kurz kommt. Ja. Und da muss man einfach diesen Freiraum und diese Zeit muss man sich einfach schaffen, einmal das Telefon weglegen, einmal die Notifications ausschalten, dass man dann wirklich die Zeit und Ruhe findet, einfach mit der Familie Zeit zu verbringen. Ich glaube, ich springe jetzt sehr gleich direkt mit dem Arbeitsalltag aus, weil vielleicht gehst du gleich darauf ein, also wie, also du kommst ins Büro, Ich komme ins Büro, also das Erste, was ich mache, also ich liebe im Prinzip die Autofahrt, diese 35 Minuten. Da segiere ich meistens haben wir entweder unseren Innovationsmanager, den Stefan oder den Christian und lass mich ein bisschen updaten, was so wichtig ist heute am Tag. Und ich selber arbeite sehr stark nach... Was ist das für Uhrzeit, damit ihr Gefühl kriegst? Da sprechen wir dann von 7, 8, 7.20, ja. Okay. 7.20 nach dem Kindergarten ist so die Autofahrt. Und ich arbeite generell nach Send-to-Done. Das heißt, ich habe mein Trello-Board, das ist ein Task-Management-Board. Und dort ein Send-to-Done heißt nichts anderes, wirklich den Tag zu strukturieren. Also ich bin sehr taskgetrieben. Alles mit Prioritäten und schaue mir einfach an, welche Dinge muss ich halt unbedingt erledigen und versuche die einfach so gut wie möglich wirklich abzuarbeiten. Also das heißt, bei mir ist das alles sehr, sehr strukturiert und geplant. Dennoch wird man halt gesagt, gerade als Geschäftsführer immer wieder rausgerissen, was logisch ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich der erste Schritt, was ich tue, den Tag zu planen, zu schauen, welche Meetings habe ich, wo muss ich hin, was muss fertig werden, wo sind meine Deadlines. Und versuche das wirklich strukturiert, wirklich nach Priorität abzuarbeiten. Also die Arbeit ist nie aus, also es gibt den Tag 9 to 5, das gibt es nicht. Sondern im Prinzip, du hast ein gewisses Arbeitspensum, also in der Flasche und was da reingeht, muss man schon erstmal abarbeiten. Ja. Und je nach Priorität, und da kann es natürlich einmal passieren, dass es etwas länger dauert, aber man hat einfach man geht nach Prioritäten vor. Wie lange brauchst du das? 5 Minuten, 10 Minuten? Circa 5 Minuten, würde ich sagen, bis der Tag strukturiert ist und dann muss man halt wirklich nach dem abarbeiten. Ja. Und einmal in der Woche plant man halt eigentlich die ganze Woche oder teilweise eben auch, dass man gewisse Strategien oder Ziele eigentlich erfüllt. Ja. Okay, verstehe. Gut, und dann ist ja Arbeitszeittag. Und dann, wann geht es bei dir heim? 6, 7, 8, was ist da so? Ich schaue, also dass ich schon, sage ich, zwischen halber 6, 6 zu Hause bin auch, weil die Zeit dann sehr wichtig ist mit dem Sohn. Er ist noch jung, wie alt ist er? 2,5, ja. Also die Zeit versuche ich einfach dann zu verbringen und da muss man halt schauen, ob man noch am Abend was schafft oder wie gesagt, dann es sind natürlich am Wochenende mal was dabei. Ja. Aber ich glaube, wenn man sehr strukturierte Arbeitsweise hat und sehr stark nach Prioritäten geht, glaube ich, ist man schon sehr effizient, wenn man sich nicht rausbringen lässt. Also das ist halt wichtig, damit man Zeit schafft für andere Dinge, weil man muss einmal abschalten auch. Ja. Was bist du in der Woche arbeitsmäßig circa?
paar Stunden? Also jetzt im Büro oder halt? Also im Büro, also ich schaue, dass ich pro Tag die 10 Stunden eigentlich nicht überschreite. Ja. Ja. Also das ist mir auch wichtig. Ja. Ja. Weil man weiß ganz genau, nach einer gewissen Zeit ist man einfach nicht mehr produktiv und es sind die Ergebnisse auch schlecht. Also da ist es einfach sinnvoller, das beiseite zu lassen und dafür wieder frisch am nächsten Tag einfach zu starten. Das heißt, du bist dann, wenn es Samstag auch ein bisschen was tust, dann am Wochenende so 55? Ungefähr, 60, in die Richtung. Kommt aber darauf an, welche intensiven Phasen das gibt. Klar. Kann einmal mehr sein, kann aber natürlich einmal weniger sein. Ja. Klar. Und ich schätze mal, dass das Radl daheim weiter rennt oder sonst, es wird wahrscheinlich auch passieren. Ja, also im Prinzip, gerade wenn man selbstständig jetzt ist, haben gesagt, selbstständig ist ja 24-7, ja, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Das heißt, man ist auch im Kopf dann immer bei der Firma, beim Unternehmen. Also man kann eigentlich nie abschalten. Das ist jetzt zwar nicht Arbeit, weil es Spaß macht, aber man ist eigentlich immer irgendwie dabei. Ja. Was waren für euch rückblickend bei LeftShift One die wichtigsten Knackpunkte? Ich meine, es hat über 30 Leute, super Referenzkunden, also wirklich echt coole Entwicklung. Was waren die wichtigsten Knackpunkte in den letzten 3 Jahren, wenn du das beschreiben müsstest, die euch geholfen haben, jetzt dort zu sein, wo ihr seid? Also ich glaube, Knackpunkt auf jeden Fall war sicherlich unser erstes Forschungsprojekt, dass wir die Möglichkeit bekommen haben von der FFG, hier etwas zu tun, was nicht üblich ist, daran zu forschen, ob wir das hinkriegen, ob das möglich ist. Also ohne diese Freiheit, das zu tun und nicht die Unterstützung, sage ich, vom österreichischen Staat, wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja. Das ist ein Riesenknackpunkt. Ganz wichtig war natürlich auch ein Knackpunkt des Umdenken. Wir kommen alle aus der Projektmanagement-Welt. Das heißt, wir haben zwar ein Produkt damals gehabt und haben aber Projekte umgesetzt. Vom Projekt zum Produkt zu kommen, ist eine der schwierigsten Aufgaben, die wir haben zu meistern. Weil ihr am Anfang so viel mit Kunden einfach gearbeitet habt und halt Projekte gemacht habt und dann irgendwann Referenzkunden zu holen. Ja, und dann irgendwann mal beim Punkt dazu, so wirklich ein Produkt, das eigentlich fertig war, so auf die Art. Also das ist genau der Punkt, den man verkaufen hat können. Genau. Das ist nämlich wirklich so schwierig, da diesen Schwenk zu schaffen. Vor allem, weil ihr auch gebootstrapped wart. Das war ja eigentlich, also hängt ja miteinander zusammen. Dadurch, dass ihr gebootstrapped habt ihr Projekte machen müssen, damit ihr Umsatz kriegt. Und, Was uns aber jetzt hilft, natürlich dadurch, dass wir jetzt dann tolle Referenzen haben. Ja. Und natürlich, also das ist ein Riesenknackpunkt. Und ich glaube, jetzt, was sehr wichtig wird, ist, Partner ist key. Mhm. Das heißt, wir werden nicht das Unternehmen, wie gesagt, Entwickler einstellen und Projekte machen, sondern das werden unsere Partner machen, die Projektumsetzung reingehen. Wir werden auch nicht jeden Skill und jedes Machine Learning Modell selbst entwickeln können. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle Partner da draußen. Wir werden es anbinden, wir werden es verwenden. Mhm. Wir werden es in das Betriebssystem bringen, damit es der Kunde nachher verwenden kann. Mhm. Also wir nehmen diese Arbeit ab. Also wie der Apple Store am iPhone. Genau so ist es. Ja. Ich glaube, das ist ein Knackpunkt, dass wir diesen Marketplace jetzt aufgemacht haben, dass wir sagen, okay, wir müssen partnern und das gemeinsam zu machen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Knackpunkte. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht, weil du zuerst von Misserfolg gesprochen hast, wirklich der schwierigste Part gewesen, zu verstehen, wir sind kein Projektgeschäft, wir sind ein Produkt. Ja, vor allem im SaaS-Bereich ist ja genau das, die Recurring Revenue, das, was im Endeffekt dann die Unternehmensbewertung oder den Wert der Firma einfach widerspiegelt, steigert. Ja. Nein, das ist auch so, was halt schwierig ist bei uns, wir sind kein klassisches SaaS, weil wir halt in die Infrastruktur gehen. Das ist zwar gleich aufgebaut und da ein Modell zu finden, für den Kunden etwas anzubieten, wo die Datenhoheit bei ihm liegt und eine wirklich eine skalierbare On-Premise-Lösung zu schaffen, allein das ist technisch irrsinnig schwierig und trotzdem dann aber auch auf SaaS-Modell zu haben, das mit ähnlich funktioniert, mit Revenue. Also das zu schaffen, war, glaube ich, ein Riesenknackpunkt. Mhm. Ja. Reden wir über die Wand. Reden wir über die Wand. Finde ich genial. Du hast mir vorher schon gesagt, es sind eure Firmenwerte, die da präsentiert werden. Ich hoffe, man sieht die am Video. Wenn nicht, müssen wir sie irgendwie einblenden. aber sprich mal über eure Firmenwerte. Was ist euch wichtig in eurem Team? Ja, was für Kultur versucht ihr zu kreieren? Bei LeftShift waren oder habt ihr schon kreiert? Und zwar, wir wissen einmal, wenn man das Unternehmen sich anschaut, wir wissen, dass 80% oder 85% unserer Kosten ist unser Personal. Also unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste. Ja. Also wir wenden sehr viel Zeit auf fürs Employer Branding. Und ich glaube, was wir jetzt generell schon rausgefunden haben, wie gesagt, wir haben ja auch Kununu Engage zum Beispiel im Einsatz, mit welchem Umfang, wie geht es den Unternehmen, den Mitarbeitern, wie geht es dem Unternehmen? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die Punkte, also 3 Punkte haben sich rauskristallisiert, die das dann aber auch widerspiegeln. Und zwar das eine, die interessanten Aufgaben, das heißt, die Techniker selbst
Das ist nicht mehr wirklich der Code-Monkey, sondern der muss frei sein, der muss kreativ arbeiten können, muss ihm die Zeit geben, die Lösung zu entwickeln. Das heißt, so wie es da steht, ja, ein bisschen weird, also a little weirdness, er muss auch verantwortlich sein für das, was er tut. Ja. Also das heißt, man muss ihm einfach die Zeit geben, wirklich tolle Lösungen zu entwickeln. Ja. Also das sind diese interessanten Aufgaben. Das andere ist natürlich dann auch die Kollegenzusammenarbeit. Das heißt, wir haben interdisziplinäre Teams. Das heißt nichts anderes, also wirklich ein Team kann wirklich vom Projekt im Produkt, von der AI bis zu solche DevOps-Tätigkeiten alles tun. Das heißt, sie sind in der Lage, wirklich ein Projekt zum Erfolg zu führen, ein Feature zu entwickeln. Das heißt, wir haben dieses Abteilungsdenken eigentlich also wirklich abgeschafft, sondern es gibt interdiszipläre Teams, die sich natürlich sehr, sehr gut auch skalieren und lassen. Und die sich ja ändern wahrscheinlich, oder? Je nach Feature, das entwickelt wird, oder? Na, grundsätzlich, das Team ist zusammengeschweißt, das sind alle Fähigkeiten, also ein Team hat alle Fähigkeiten, das es benötigt, um etwas umzusetzen, egal in welchem Bereich. Da schnuppert einmal der Data Scientist auch ein bisschen, in die Infrastruktur rein und umgekehrt. Ja. Also Frontend-Entwickler dürfen auch einmal Backend machen. also ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, das ist dieser Kollegenzusammenhalt, was wirklich den Mitarbeitern so wichtig ist. Und ich glaube, eines hat Zentrales ist natürlich auch das Vorgesetztenverhalten. Also das ist wirklich das, den Leuten die Freiheit zu geben, wirklich, also jetzt nicht führen durch Hierarchie, sondern es ist wirklich, es sind gemeinsame also Entscheidungen, die getroffen werden, beziehungsweise sehr stark auch, wir setzen Rahmenbedingungen, wo sich einfach die Leute bewegen können. Ja. Manchmal überschreiten sie es, was gut ist, manchmal nicht. aber im Prinzip diesen Rahmen zu schaffen und so mit im Prinzip das zu führen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Jetzt ist mir eins auch, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das von vorher, ja. Das von vorher ganz kurz. Und zwar, glaube ich, was auch ein Riesenknackpunkt war auch, wir waren zuerst, wir haben es immer selber Cowboy-Style genannt. Ja? Also was? Wie? Cowboy-Style. Cowboy-Style, ja. Wir waren eben 8 Mitarbeiter und jeder hat alles gemacht. Also ich habe sogar getestet da drinnen. Also das, was nötig war, um das Produkt nach vorne zu bringen oder wirklich zu erstellen, das haben wir getan. Ja. Und ich glaube, ein Knackpunkt ist auch jetzt, wir kennen es aus unserem letzten Arbeitgeber, wir waren ja bei großen Consultants, diese Strukturen einzuführen. Das heißt, diese Strukturen vorzubereiten für den Wachstum, die richtigen Abteilungen zu schaffen, Hierarchien einzuführen. Das ist ein Riesenknackpunkt. Ja. Und du hast das gerade so super gesagt, vorbereiten für das Wachstum, weil das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wann man die Strukturen einführt. Genau. Weil, wie es ja auch Leitwort, dann Strukturen einzuführen, ist ein bisschen overengineert und ein bisschen zu früh. Genau. Also das Timing ist da ganz entscheidend. Also wann holt man die Leute, wie ins Boot, wen braucht man? Man muss früh genug anfangen, auch die richtigen Leute zu suchen. Also diese Struktur reinbringen, das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Ja. Und wie du sagst, Zeitpunkt, wie macht man es? Macht man Abteilungen? Macht man interdisziplinäre Teams? Wie verteilt man Verantwortlichkeiten? Also das ist, glaube ich, gerade zentral und wichtig und ein riesiger Knackpunkt, wenn man in diese Skalierungsphase rein möchte. Ja. Sehr cool. Was sind die Top 3 Buchempfehlungen, die du geben kannst? Also ich glaube, eine Top-Empfehlung ist sicherlich Send to Done. Send to Done, da gibt es ein Buch dazu? Gibt es ein Buch dazu. Z-E-N, to Done, Send to Done. Das ist sicherlich, also es ist einfach ein Task-Management, wie man sich selber managt, einfach effizient arbeiten kann. Ich glaube, was wir immer wieder lesen sollten, ist sicherlich einen Richard David Brecht. Gerade im Philosophiebereich, weil sie sehr viel mit... Das ist der Autor jetzt, oder? Richard David Brecht. Da jetzt die neuesten Bücher von ihm, wo er sich sehr viel mit Digitalisierung und Artificial Intelligence auch auseinandersetzt auf der Seite der Philosophie. Ja. Was heißt das für uns? Wann entscheidet KI richtig? Darf sie so entscheiden? Ja. Gut, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, er beleuchtet es ein bisschen von anderen Seiten, also vielleicht ein bisschen reißerisch, aber man denkt einmal drüber nach, weil es halt immer, was KI alles kann, ist das eine, aber was KI alles darf, ist das andere. Ja. Mit dem sollte man sich vielleicht beschäftigen. Das ist voll interessant. Bei uns im Dienst gibt es ein Museum, das heißt Ars Electronica Center, und macht immer recht moderne Ausstellungen, und eins davon war, da war ein ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber es war halt ein Bereich, da waren Monitore aufgestellt, und du hast Fragen beantwortet, wie du in bestimmten Situationen als Fahrer agieren würdest. Und das sind halt Situationen, fährst jetzt das kleine Kind um. Genau.
das aber behindert ist, oder fährst die Mittel, also eine normale Frau im Endeffekt. Genau. Wie entscheidest du das? Also halt sau schwierig. Und ich meine, dass sie das sicher hernehmen dafür, dass sie da ein bisschen Feedback sammeln, was da die Bevölkerung dann denkt, ist super spannend und voll interessant gewesen, was dann rausgekommen ist. Ja. Weil man selbst denkt, ja, man ist nicht biased. Aber man ist immer biased. Und dann kommt raus, Hardcore-biased, Pro-Sportler, interessanterweise mehr pro Männer als gegen und ein bisschen gegen Frauen, Hardcore pro Jung und gegen alt. Das ist extrem spannend. Ja, nein, und das, ja, ich glaub, absolut. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, generell in Europa, gerade jetzt sage ich mit dem Datenschutz, es gibt mittlerweile auch die ganzen Checklisten, was Moral und Ethik in der KI betrifft. Mhm. Also das haben wir eigentlich von Anfang an bei uns in der Betriebssystem berücksichtigt. Also Datenschutz ist eine Chance und ist, glaube ich, zentral wichtig. Ja. Und ich glaube, mit dem sollte man sich beschäftigen. Ja? Weil, und der Brecht schreibt über das. Brecht schreibt nicht, also schreibt über KI, Moral und Ethik und Digitalisierung. Was heißt das für uns? Und das sollte man auf jeden Fall mal lesen, damit man mal auch den anderen Punkt, den Aspekt da bekommt. Also glaube ich, das ist, glaube ich, ein Buch, was ich empfehlen kann. Ja? Ja. Also diese Dinge. Ja. Drittes noch? Also Drittes wir noch. Haben Sentudan, Brecht, alle Bücher. Ja, zumindest die letzten Mal, aber wie gesagt, da kann man sich ja das durchschauen. Und das dritte Buch, das ist aber eine persönliche Geschichte, mal zum Abschalten, alles was mit Sebastian Fitzek zu tun hat, einmal nicht vielleicht immer nur Fachbücher lesen, sondern vielleicht einmal in eine andere Welt eintauchen, ja, okay. Um einmal abzuschalten. Ja. Sebastian Fitzek, Thriller-Autor, also Thriller-Autor, okay. Einmal um den Kopf freizukriegen. Also du liest in die Richtung auch gerne? Oder? Ich lese in die Richtung auch sehr gerne, nicht nur Fachbücher, man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, man liest sehr viel natürlich auch online und Artikel und Blogs, aber man muss aber den Kopf auch freikriegen für andere Dinge. Ich glaube, das ist einmal wichtig, dass man immer nur mit dem Thema beschäftigt ist. Ja. Also vielleicht ein Appell an andere Startups, nicht jedes Startup-Buch jetzt verschlingen, sondern vielleicht mal was anderes auch, um den Kopf freizukriegen, wieder kreativ zu werden. Das müsste ich mir selbst dann in die Nase nehmen. Also wenn ich lese, dann lese ich wirklich nur sowas. Und jetzt nicht zwingend nur Startup-Bücher oder sonst irgendwas, aber irgendwas, was in die Richtung und Persönlichkeitsentwicklung und solche Sachen zu tun hat. Man ist bei uns, also bei mir auch generell am Tisch, aber wie gesagt, diese kurze Freizeit einmal wieder abzuschalten, ist, glaube ich, gar nicht. Also, ja, da verwende ich tatsächlich gern dann Netflix dazu. Also da bin ich mehr derjenige, der sich am Abend auch zur Folge Big Bang Theory einzieht. Zum 27. Mal. Also Netflixen ist groß, das bei uns dann, wenn mit Kinderprogramm und eher dann zum Einschlafen dabei. Ja. Also, das passiert auch. Fernsehen ist bei uns eher weniger, es ist wirklich sehr, sehr viel Lesen, was wir zu Hause machen. Ja. Cool. Und sonst Kinderbücher, ja. Cool, Patrick. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Hat Spaß gemacht und auch, dass du recht offen über eure Zeit und auch über deine Learnings von der Zeit vor Left Shift gesprochen hast. Gerne, ja. An der Stelle kurzer Call to Action. Wenn euch die Folge mit Patrick gefallen hat, dann unbedingt Folge liken und Kanal abonnieren. Also jeden Montag kommt eine neue Folge raus. Und hinterlasst Feedback. Hinterlasst Feedback, was war euer Nummer 1 Takeaway aus der Folge mit dem Patrick? Und schreibt es in die Kommentare oder schreibt es mir per PN auf Instagram, auf LinkedIn, ganz egal. Aber gebt Feedback. Cool. Patrick, letzte Frage an dich. Was ist deine Definition eines wahren Champions? Meine Definition eines wahren Champions? Bezogen jetzt aufs Business? Egal. Alles. Was macht für dich ein Champion aus? Ich glaube, ein Champion macht für mich aus jemand, der sich immer wieder selber challenged und immer wieder selber kritisch hinterfragt, also hinterfragt und sich einfach ständig verbessern möchte. Das sind, glaube ich, die wahren Champions, weil ich glaube, man ist nie am Ende der Fahnenstange, sondern ich glaube, man hat immer die Möglichkeit, etwas besser zu machen und es anders zu machen. Sehr cool. Perfektes Schlusswort. Danke. Danke, Patrick. Super. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Mit Left Shift.